Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Heute spielen wir eine Runde Splann auf dem Team-Modus-Server mit dem Banana Joe. Hallo. Hallo. Splann ist ein Spielmodus wie TNT-Run. Also man ist auf einer Plattform mit, glaub, 16 anderen Leuten, oder? Ich glaube 9, oder? Keine Ahnung. Okay, ja, egal. Und wenn man läuft, baut sich der Boden hinter ihm ab. Und man muss halt so lange überleben, wie es geht auf dieser Plattform. Und ich würde sagen, davon spielen wir ein paar Runden, oder? Ja, schon, würde ich auch sagen. Spielen wir ein paar Runden, 5 oder so, 5, 6 Runden. Man kann jetzt halt schon loslaufen und jetzt hat baut sich halt der und jetzt habe ich hier so ein Kit gerade vom Boden aufgenommen, das heißt, ich kann gerade fliegen. Es gibt halt am Boden sind immer solche verschiedenen Items, die man aufsammeln kann. Und jetzt bin ich wieder nach unten gefallen. So. Jetzt bin ich irgendwie vergiftet worden oder was weiß ich. Aber es ist echt ein echt ganz cooler Spielmodus eigentlich. Mag den auch gern. Boah. Oh, leck mich am Arsch. Oh, wir sind nur noch zu dritt hier in der Round. War gerade noch knapp bei mir. Und ich kann nicht mehr sprinten gerade. Geil. Ich weiß aber nicht, was die meisten Items bedeuten. Deswegen sammle ich die auch nie auf eigentlich. Außer es muss sein. Und, Jetzt bin ich runtergefallen. Ich habe ihn letztens mal entdeckt, den... Oh, jetzt bin ich auch runtergefallen. Den Spielmodus und der ist echt ganz cool eigentlich. Der ist auf Timolia und heißt, wie gesagt, Splann. Und hier ist noch der letzte... Okay, der macht hier auf lang. Ja, Digga, mach. Ja, das Blöde war, ich bin halt in der Mitte gespawnt und da geht's natürlich schneller weg. Ja. Oh ja, komm, Junge. Ja, ich bin ganz außen gespawnt worden. Ja, jetzt hat er hier dieses Kit, was ich am Anfang. Aber ich finde es echt saugut programmiert und geschrieben. Das Spielmodus ist echt krass. Währenddessen können wir halt auch noch kurz ein bisschen laufen, bis der halt auch tot ist oder... Okay, jetzt hat auch gewonnen, oder? Ja. Wir wurden Zweiter und Banana Joe oder BG Play wurde Dritter, also war eine ganz gute Runde für uns. Und da ist er. Hallo. Hallo. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die nächste Runde, wenn hier der Server mal restartet jetzt. Und du kommst in 10 einfach. Und ja, warum... jetzt kein Quick Escape Video mehr war. Ich habe mir einfach gedacht, wir haben die 50 Kills erreicht und das war's dann eigentlich mit dem Projekt. Also wir haben die 50 Kills erreicht und das hätte dann kein Video mehr gebraucht, fand ich, weil es waren, wie gesagt, 30 Kills und 50 Kills und da hätten wir kein weiteres mehr gebraucht. Wir haben das Ziel erreicht und dann bald kommen noch mal die 100 Kills, aber jetzt spielen wir erstmal wieder normale Spielmodi, weil jetzt haben wir lang Quick Escape gebracht. Jetzt mache ich auch mal wieder normale Spielmodi spielen. Das heißt normal? Ja, halt nicht immer dasselbe, auch mal unterschiedlich. So wie jetzt mal Splann, das ist ja ein relativ unbekannter Spielmodus, kann man ja auch mal zeigen, ja. Weil echt cool ist. Und morgen spielen wir mal eine Runde Mario Party. Wäre ich auch dafür. Ja, ich liebe den Spielmodus, das ist echt cool. Auf Cetoxin oder Cetoxien, wie man es auch immer nennen mag. Okay, jetzt habe ich hier schon wieder diese okay, hier ist eine Rakete, was bringt die? Ah, ich kann hochspringen. Das ist aber ein bisschen schlecht, wenn man dann in so ein Loch reinfällt. Ja, ich mag Rakete auch nicht. Oh, ja, was geht schon. Okay, jetzt bin ich wieder normal. Ein normaler Mensch bin ich, heuer. Okay, jetzt sind gerade mehr und ich kann schon wieder nicht sprinten, was ist denn das? Ja, das ist hat jemand einen Sprintboost? Nee, so. Nicht. Also nicht Sprintboost, sondern Gegenteil von Sprintboost. Okay. Gezogen. Oh, okay, jetzt sind wir hier auf einer... Okay, was können wir hier machen mit der Axt? Da können wir Boden vor uns abbauen, okay. Das mag ich aber nicht. Okay, es leben nur noch wir beide, Banana Joe. Ich spring einfach runter. Was mache ich denn? Oh Gott, oh Gott. Ich bin einfach nach unten gesprungen und jetzt fällt Banana Joe auch runter. Und das heißt, wir wurden schon wieder... wir waren schon wieder auf dem Podium. Sehr gut. Jo. Hey, warum springe ich einfach runter? Ich weiß es auch nicht. Ja gut. Also, dann muss ich selber jetzt mal wieder restarten. Das wäre super. Und dann gehen wir in 9. Ja. Das ist ein echt cooler Spielmodus. Also ich mag den echt. Macht echt viel Spaß. Hast du schon einen Rang? Wo sieht man das denn? Also bei Punkte, unter Punkten steht was, oder ist bei dir ein Strich? Hier sind die ganzen Forest, Votes.
Nein, da wo steht, wo es blank steht. 7 Punkte, oder? Nee, das war von Grad. Ach, keine Ahnung. Rechts im Bildschirm steht es blank. 46. Punkte. Ja. Und da unten steht ein Strich, 0. Oder? Ja. Ja, weil ich bin schon, ich habe das ein bisschen öfter schon gespielt. Da habe ich, bin jetzt sogar schon Anfänger. Echt? Anfänger? Bei der Ander. Oh. Ja, bei mir war gerade schwarz komplett. Ja, nochmal, boah. Das ist echt. Boah, oh, nochmal. Das auch eins. Seid ihr gerade schwarz? Ah, nee, jetzt hab ich mich selber schwarz. Boah, shit, jetzt bin ich runtergeflogen. Weil bei mir einfach überall TNT geflogen ist. Ja, gut. Ja, guck mal, bei dir ist echt schön. Bei mir ist alles explodiert und ich hatte echt keine Chance mehr. Ja. Jetzt wechsel mich gerade, oder? Jetzt schaffe ich es aber. Boah, ich habe den Sprung echt noch geschafft. Und ich konnte wieder nicht sprinten. Was ist, das ist ein Scheiß. Oh, jetzt oh, ich wurde gerade noch... Hä? Was war das denn gerade? Das war ein Bug. Ich bin zur Seite... Oh, aber wir wurden trotzdem erst. Ich bin zur Seite gebackt worden irgendwie und dann bin ich auf einmal stehen geblieben. Aber wir haben die Runde gewonnen. So toll. So, dann bin ich da leider selber und dann würde ich sagen, spielen wir noch 2 Runden. Jo. Das wird dann ein etwas kürzeres Video, weil... 6 kommen 6. Ja. Oh, bin ich in 6? Ah ja, bin ich. Okay, ich habe jetzt schon 56 Punkte. Oh ja. Ich habe 191. Du hast schon 11 Mal gespielt, gell? Ja, 10 Mal oder so. Weiß nicht, oder mehr. Bestimmt mehr. Also, ich denke mal so 20. Und der fällt gleich bei mir erst runter. Ja. Oh, ich wurde schon wieder zurückgebackt, Mann. Ja, das ist immer dann irgendwie, das check ich nicht so ganz. Wenn die 10 Sekunden beginnen, wahrscheinlich oder so. Ja. Ja, Mai. Okay. Let's go. Okay, oh, ich bin ganz außen, das ist gut. Und hier ist auch gerade weit und breit keiner. Oh, bist du... Eine Feder? Ah, das baut hinter mir nichts ab, gell? Eine Feder. Ja. Ja. Kann ich stehen bleiben. Okay. Boah, shit. Ich kann schon wieder nicht. Boah, ich bin runtergefallen. Ach, nein. Leco mio. Und oh, ja, ich auch. Es leben noch relativ viel und dann würde ich sagen... Ah ne, es leben echt nur noch 3. Okay, dann können wir jetzt ruhig noch abwarten. 2 Spieler, okay. Das ging gerade schnell. Das ging gerade schnell. Und dann können wir dabei warten. Das ist auch echt cool gemacht hier, wenn... Water knapp von ihm. Vorne ist immer gelb. Und dann kommt rot und dann grau und dann ganz schwarz. Bist du auch gleich am Anfang nach unten gefallen, oder? Ja, ein bisschen, noch ein bisschen später als du. So eine Sekunde oder so. Damit kann man andere runterboxen und genau dann bin ich gestorben. Ach so, okay. Ich wollte einen runterboxen und... Das ist doof. Nick 02 hat gewonnen. Nick 02. Ja, genau. Nico hat gewonnen. Und bitte sterbe jetzt. Ich möchte in die nächste Runde. Ja. Ja, jetzt. Nee, er geht darüber ganz wenig. Ja, aber dann baut sich sie ab und jetzt steht er gleich. Er macht auf arrogant. Er bleibt da unten stehen. Ah, der ist cool. Der ist super cool. Jetzt okay. Bitte, Junge. Jetzt wird's eng. Ja. Okay, da hat er gewonnen und da wird er selber auch direkt restartet. Und da gehen wir dann in die nächste Runde auf. Auf. Ich komme in 10 wieder. Boah. Okay, da sind wir in 10. Und ich wollte jetzt auch so ein, weil es gibt auf Timolia Spielmodi, die echt, ich sag mal, unentdeckt sind. Wie zum Beispiel Splann, also die meisten kennen nur das 1 gegen 1. Und ich wurde schon wieder zurückgepackt. Und die... Ja, auch jetzt gerade. Und die... Timolianischen Spiele, ich kann nicht reden. Und da wollte ich jetzt am Wochenende ein Video hochladen, das habe ich auch schon ein bisschen was vorproduziert, nämlich ein Timolia Day oder ein Timolia Tag mit allen Spielmodi. Dann spielen wir die mal und dann das ist doch nicht möglich. Und dann stelle ich die halt vor und erzähle ein bisschen was dazu, weil es sind echt saucoole Spielmodi hier wie Splann. Das habe ich da vorne noch nicht gekannt. Und es ist eine relativ schwierige Map hier, weil das aus Eis und da sieht man nicht so viel. Bei Specs auf jeden Fall. Okay, was bringt der Trank?
Was bringt der Trank? Seetrank. Ja. Alter, man sieht halt echt von dem Seetrank seekrank. Alter, man sieht halt echt sau wenig hier mit dem Eis. Aber man ist halt auch schneller. Weil man sieht echt richtig wenig. Lebst du noch? Jo. Wow. Das war gerade knapp, weil er direkt neben mir war. Ach, den kann man trinken und dann ist irgendwas. Ja, ich habe Doppelsprung oder halt Raketensprung. No. Oh, ich wurde in der Luft zurückgebackt. Also halt nicht zurückgebackt, aber ich konnte dann nicht mehr sprinten irgendwie. Und dann bin ich nach unten gefallen. Aber dann sind wir Dritter geworden, glaube ich noch. Weil BG Play lebt noch. Da ist er. Ist echt cool gemacht hier mit den ganzen Klötzen. Echt cool. Okay, da lebt auch nur noch er. Hat er die Runde dann schon gewonnen. Das war echt doof gerade bei mir. Okay, jetzt hat er verloren. Ja gut. Da hat Banancho gewonnen. Wir wurden noch Dritter. Und wenn euch so ein Spielmodus mal gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Und am Wochenende kommt auf jeden Fall mit BG Play so ein Team Modeler Day mit allen Spielmodi. Das wird dann halt ein bisschen länger, so eine Dreiviertelstunde oder vielleicht auch eine Stunde lang. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie gesagt über eine Bewertung freuen. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss.